Der lädt. Dann gehen wir mal dahin und dahin und dahin. Und dann solltet ihr jetzt auch was sehen. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Röhnchen Planet. So. Was macht mein Tee? Der ist leer, wie immer. Nochmal eben auffüllen, während das Spiel lädt. Du kannst dir Ideen zur Verbesserung bei den Gedanken deiner Gäste holen. Alles klar. Wo ist denn eigentlich mein Tee so weit weg? Warum greife ich die falsche Maus? Das ist ein dekadenter Haushalt hier. Hier gibt es mehrere Mäuse. So, und ich rede jetzt von diesen digitalen Nagern. Einen wundervollen sonnigen Samstag, Herr Fussel. Schwupsel, bei dir ist Sonne, bei mir ist dunkel. Und auch dir natürlich dann einen sonnigen Samstag. Das ist wahrscheinlich der Ausgleich, weil du keinen Feiertag hattest. So wird das sein. So, bin ich denn schon wach? Das ist die Frage. Ich meine, ich war zwar schon einkaufen, aber auch viel zu spät. Da waren so viele Menschen wieder unterwegs. Wo kommen die eigentlich alle her? Ich dachte, wir hätten Pandemie und die wären jetzt alle tot oder so. Das war voll. Also ich meine, nicht so voll wie sonst, aber immer noch viel zu voll für mich. 27 Grad und blauer Himmel und Sonne. Ja, das habe ich hier nicht. Hier ist Scheißwetter. Wir hatten, glaube ich, die Nacht auch großes Gewitter. Ich habe es grollen hören. Ich dachte, Gott wäre böse auf mich. Kann ja sein. So, wo waren wir denn hier? Achso, ja. War das nicht der Johnny genannt werden wollte, der Schlangen und Spinnen haben wollte? Irgendwas war doch da, ne? Wir müssen nur noch zwei Eisbären aufnehmen. Das heißt, wir sind unmittelbar davor, den Goldstatus zu bekommen. Ansonsten scheint es in dem Zoo ganz gut zu laufen. Das war ein relativ einfacher Zoo, wie ich finde. Also, oh, jetzt wird's heiß. Das hier haben wir gebaut. Vieles ist ja von den Machern. Also insofern, das war wirklich ein relativ einfacher Zoo. Kann ich nicht anders sagen. Da hatten wir schon mal kniffligere. Den lassen wir noch ein bisschen forschen und hier ist auch Forschung in der Hand, wa? Oh, alles klar, die Timberwölfe sind bald erforscht. Dann können wir uns um Braunschlangen und sowas kümmern. Hier unten ist auch noch was. Man hört auch schon wieder die Möwen schreien. Die pinken Möwen, genau, das sind pinke Möwen. So, brauchen wir sonst noch irgendwas? Hier war noch irgendwas. Suchfutterbecken, ja, stimmt, da sind wir noch dran und... ein Tier ist gestresst. Alles klar. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ist halt so ein Stresspinguin. Vielleicht zu wenig Essen. Das Blöde ist, wir brauchen... eine Einrichtung hat keinen Strom. Warum? Ach, die steht genau im Grenzbereich. Warte mal, da können wir doch Abhilfe schaffen, oder? So. Windkraftanlage 2 muss repariert werden. Alle 6 Monate. Definitiv ein Techniker zu wenig. Kannst du mir erzählen, was du willst. Wir haben einen Techniker zu wenig. Und wir stellen mal einen Techniker ein. Hier, der soll sich mal kümmern. Wir wollten sowieso, aber eigentlich brauchen wir es nicht mehr, weil wir sind ja auf dem richtigen Weg. Ne? Das ist ja... Was soll ich dazu sagen? Schubse schreibt, heute hat mich der Hausmeister geweckt, der um 7:30 angefangen hat, die Hecke zu schneiden. Was ein Arsch. Da hätte ich aber gleich rausgerufen und gesagt, hör mal, Freund, so geht das nicht. Ich musste gestern ins Büro. Das war Grund genug, heute mal eine Minute länger zu schlafen. So Leute muss man gleich zusammenscheißen, das geht nicht anders. Achso, ich wollte mal eben gucken, wie es den Tieren geht. Richtig, Wohlbefinden, siehste? Wir haben hier schon wieder Probleme hier. So, das hier, wie nehmen wir denn von euch? Eins der Weibchen. Zum Handelszentrum Chicken. Und da war noch irgendjemand gestresst. Natürlich. Hier die giftigen Fröschchen. Uns im Treppenhaus ist auch schon wieder irgendwann los. Dann nehmen wir die mal hier. Die haben sich aber gut vermehrt, ne? Lassen wir die frei. 29 gepflegte Punkte kann man immer gebrauchen, oder? So, wen haben wir denn noch? Noch irgendwas mit Unwohlbefinden geht. Bei den Warzenschweinen ist wieder Party. Aber wir haben alle Männer jetzt nicht kastriert, aber stillgelegt. Ne? Also jetzt müsste hier Ruhe herrschen, genau. Alles klar. Ansonsten macht es einen ganz guten Eindruck. Dann können wir uns ja jetzt ganz gepflegt um die Eisbären kümmern. So.
Ich frage mich wirklich, wie haben die das gebaut? Das kann man doch gar nicht händisch bauen, oder? Oder sehen wir hier? Nee. Oder doch? Und zum Mittagessen gab es ein großes Eis. Bei mir Tortellini. Ich hatte noch ein bisschen Käsesoße über. Das hier sieht ein bisschen falsch aus, aber das ist doch... Oder? Naja, das ist nicht sauber. Hat das wirklich einer händisch gebaut? So mit den Wellen? Was war denn das Eis? Und hier würde sich Wasser drin sammeln. Das würde dann hier runterlaufen mit ein bisschen Glück, ne? Aber ich finde das... So haben die das richtig schön gebaut. Also ich finde das eine gute Idee, muss ich ehrlich sagen. Nicht schlecht. Ich meine, auch wenn das hier vielleicht nur gespiegelt ist, wobei das sieht anders aus. Also das ist schon Arbeit. Oder auch hier sowas, ne? Finde ich... Also es gibt Ideen, man merkt das. Warum fällt mir sowas immer nie ein? Ich meine, ich weiß nicht, ob das bei der Mini-Zoo-Challenge irgendeinen Erfolg gebracht hätte oder so. Ben & Jerry Peanut Butter. Da sieht man mal, wer Geld hat, weißt du? Literpreis vom 10er für ein Eis. Oh. So, aber nichtsdestotrotz, bevor wir hier über Eis schwärmen und ich schon wieder Hunger kriege. Wir wollten ja hier noch ein bisschen was machen. Also wir brauchen Platz, ne? Wir können ja Folgendes machen. Wir haben ja hier, machen wir den Eingang von dem Gehege hin. Hier können wir noch dran. Was wäre denn, wenn wir das Gehege irgendwie... Also den Weg vielleicht hoch. Und das Gehege da drunter. Das Einzige, was mich ein bisschen davon abhält, ist, dass wir hier im Grunde viel verlieren. Was wir aber machen könnten, das wäre vielleicht eine Idee. Warte mal. Wir führen diesen Weg. Ne? Was haben wir denn? Schönen Achterweg. Mach mal einen schönen Achterweg. Der ist aber keine 8, oder? Der ist doch nur 6. Oder 7. 6. Dann machen wir nämlich Folgendes. Dann nehmen wir den hier, biegen hier ab. So. Hier schön dran entlang. Da könnten wir vielleicht noch ein Klo hinsetzen. So. Hier muss ich allerdings mal eben aufpassen, wie ist denn die Beeinträchtigung, dass wir den Weg da nicht entlang führen. An dem. Ne, weißt du? Dann können wir nämlich hier noch Fensters reinmachen. So. Jetzt müssen wir hier rum. Und dann machen wir eine leichte Steigung. Das war, glaube ich, U, ne? Genau. Wobei, müssen wir hier schon steigen? Also ich käme dann ziemlich genau hier dran, ne? Das wäre für ein Gehege wäre das ein bisschen dünn. Ich brauche gar nicht steigen. Wir führen hier einfach eine gerade Brücke drüber. J. So. Hört doch da schon wieder Hyänen lachen. So, wir müssen noch einmal auf H, siehst du, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Hier müssen wir uns noch was einfallen lassen, weil hier sofort die Gebäude kommen. Die lachen dich an, nicht aus. Meinst du? Aber die haben mich ja gar nicht gesehen. Ich glaube, die lachen eigentlich jedes Tier aus. Das sind so richtig fiese Mopeds an Tieren. Ich glaube, das geht schief. Sieht scheiße aus, ne?
Ich will ja nicht nach oben, weißt du? Habe ich so das Gefühl, dass das der falsche Weg ist? So machen wir das. Und von hier machen wir einfach noch einen Weg in das Gehege rein. Wie machen wir das denn am sinnvollsten? Sollen wir die drüber laufen lassen? Dafür müsste ich mir bei den Eisbären nochmal eben gucken, was haben die denn so für Werte? Eisbär. Wir wollen ja nicht, dass da so ein Übergang ist und dann bleiben die unter dem Übergang hängen. Wir brauchen Grad 4 größer als 2 Meter. Alles klar. So. Weil das ja ein relativ großes Gehege wird, ne? Vielleicht sollten wir uns doch was einfallen lassen. Warte. Weil wenn ich das Gehege hier dran baue, ne, damit die gleichen Eingang haben. Oder ich muss so einen Kreuzungsweg machen. Das war vielleicht hier. Aber ich will dir nicht so weite Wege gönnen, weißt du? Dass wir die Barriere, die muss ja 2 Meter groß sein und mindestens Stufe 4. Nicht erklimmbar und wasserdicht. Sollen wir sowas mal benutzen hier? Dass wir das sozusagen hier hinbauen. Siehst du, die Trüffelhyänen hier haben schon wieder Alpha-Probleme. Machen wir hier mal schön lang. So. Und wir machen das mal über 2 Meter. Wir machen das mal 2,50 Meter. Von mir aus auch 2,54 Meter, ist mir egal. So, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Jetzt ist schon wieder irgend so ein Tier krank. Ach, Mann. Haben wir irgendeinen Winkel drin? Das muss ja groß sein, ne? So. Dann nehmen wir mal den Gehegeeingang aus Metall. Den bauen wir hier hin. Dann wissen wir schon mal, wo es lang geht. Jetzt können wir nochmal die Wege nehmen. Die brauchen wir nicht mehr. Dann bleiben wir mal beim Beton. Aber Größe 6. Und ich glaube, hier kriegen wir ein Problem, ne? Dachte ich mir. Ach doch, die lachen. Ganz widerliche Tiere sind das. Frech. Passt das? Nee. So aber. Ich bräuchte mal eine Ansicht, wo komme ich denn hin? Heute nicht so mit der Steuerung, merkt er? Ich finde das immer schade, dass der so seine Kurven irgendwie selber baut. Das ist alles Optik, glaube ich. So. Also, dass man aber auch nicht spielen kann, weißt du?
Man kann das Spiel nicht laufen lassen. Immer irgendwelche Probleme, Forschung.